Guten Morgen. Leiwa himmlischer Vater, im Namen Jesu komme ich nach dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du jeden Tag ein Wort für uns hast und ich bete auch, dass wir von da das Wort verstehen können und dass das Wort uns wirklich ein heiliges Wort gibt, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Halb uns das zu verstehen. Amen. Ich hatte so viel über neu gedacht, weil David kann traurig sein, über solch das. Wie viele Jahre der dem verfeucht hat, weiß ich nicht, aber das wäre Jahre, das wäre viele Jahre. David hat so viel in der solch Eifersucht gelitten. So viel hat er den Bolltag gemacht. Wie kann David traurig sein, über solch das? Die einzige Erklärung, die ich finde, dass er ein Mann im Herzen Gottes wäre. Dass er voll vom Geist Gottes wäre. Und dass er einfach barmherzig wäre. Dass in seinem Hort diese Bettetje keinen Ruhm hat. Wenn ich im Neuen Testament in der Apostelgeschichte schaue, dann sehe ich Petrus und Johannes, da sieht man gut, dass er ihre Wunde beleidigt, da sieht man gut, dass er sich selbst bejammert, wenn sie so verfälscht waren. Da sieht man gut, dass sie Bettetje eine Pharisäer hatte. Da sieht man bloß Liebe. Und sie wäre voll vom Heiligen Geist. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft von Menschen, die voll vom Geist Gottes sind. Und ich glaube, das ist so wichtig. Sprich, sagt uns, dass wir uns nicht über dem Anleit von unserer vielen freien Seele, sonst kann Gott sich über uns stieren und uns auch im Anleit stürzen. Unsere Verse sagt das und spreche. David dicht ein Leid von Vers 17 wieder, sagt ein Klagelied über Saul und Jonathans Tod. Er ordnete an, dass alle Bewohner von Juda es auswendig lernen sollten. Es wird das Bogenlied genannt und steht im Buch des Rechtschaffenen. Auch Israel Erschlagenen liegen sie auf deinen Hügeln, die Soldaten, die dein ganzer Stolz und deine Freude waren. Deine Helden sind tot im Kampf gefallen. Verheimlicht es den Städten Gad und Aschkelon, also der feindliche Städte, der soll man dort Stallhöhle. Verkündigt diese Nachricht nicht in ihren Gassen. Die Mädchen der Philister sollen keine Freudenlieder singen. Die Frauen dieser Heiden keine Reigen tanzen. Ihr Berge von Gilboa, kein Tau soll euch bedecken und kein Regen fallen. Nie mehr soll Korn auf euren Äckern wachsen, weil dort die blutverschmierten Schilde liegen, die einst unseren besten Soldaten gehörten. Sauls Schild hat seinen Glanz verloren, sein Leder wird nicht mehr mit Öl gepflegt. Die Pfeile Jonathans verfehlten nie das Ziel. Nie schlug das Schwert von König Saul daneben, stets trafen ihre Waffen vom Blut der Durchbohrten, die glänzten von Fett der erstochenen Helden. Saul und Jonathan, jeder liebte und verehrte sie. Also wir können David, der Dichter, und ich glaube, hier ist so sehr viel Inhalt bei, ne? Wo man im praktischen Leben vorgeht. Also wo leicht, weil sich dort Gott nicht frei um Anleit von dem Menschen, was einem Weihedone habe. Weil jeren, weil einer dort alle Wege verplüdere. Aber das wie gekreit anders. David sagt dort nicht, plüdert dort nicht. Die Feind sollen dort nicht antworten. Saul seine Feind, Jonathan seine Feind, die sollen dort nicht weiter. Hält dort still durch. Die Philister sollen dort nicht weiter. Sie kreit das Jähn, weil von einem fleischlichen Tod am Welt. Das schwind alle Wege verteilen, dass nicht mal endlich, nee, hat Gott nicht mal endlich gestraft. Nee, das ist Gottes
Da hat Gott keine Freude an. David wird trürisch. David wird trürisch über dem Tod. Ich glaube, David wird trürisch, dass Saul den Weissagung hat. Wenn sie fehlt, wird Gott fehlt, wenn sie fällt vom Geist Gottes wird. Und ich glaube, hier ist so, so eine deutsche Liebe für uns. Dass wir doch so feilig sind, so dänzig sind, als Gott denkt. Und wir nicht so an uns denken und so leicht vielfältig sind und uns dann verletzt fehlen, wenn der andere dort dann schlägt, dann fehlt wie seine Haft Gott uns zum Recht verschafft. Mach Gott uns ein gesundes Wort, weil ich glaube, hier redet, von wo ein gesundes Wort ist es. Ein gesundes Wort kann sogar ehrlich Throne verlieren, wenn er die schlägt, was am Anrecht behandelt hat. Herr, ich danke dir für das Wort, und ich glaube, hier ist so viel Not in Angel über diese Attitude von David. Er freut sich nicht, er wird nicht König sein. Er freut sich nicht, wie er endlich soldet. Er wird trürig. Er muss nicht die betrügen, er hat ein gesundes Wort. Er will nicht, dass er findet, wirst du. Herr, ich mach dich daran beten, dass du uns so mit den Gest erfällst. Dass wir so mit den Menschen umgehen können, was auch manchmal mit uns angereicht sind. Was uns verletzen. Dass wir denselben Sinn haben, was du. Denselben Gefühl haben, was du. Herr, dass uns Menschen nicht immer so leicht, dass wir dem schlechten Menschen uns in Wirklichkeit freien von dem, was uns nicht so gut behandelt hat, schlechtet. Halt, dass wir in jedem Mann sehen und gutes Menschen. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Gott segne dich.